Beschäftigung mit Personalthemen stellt sich natürlich immer die Frage, wo geht die Personalarbeit hin? Was sind Trends in der Personalentwicklung? Und da ist es schon so, dass die Continental AG mit ihren Entwicklungsprogrammen gewisse Maßstäbe setzt, weil gerade der Fokus auf das mittlere Management und auf die Aspekte transformationaler Führung und auch die sehr starke Werteorientierung Dinge sind, die mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Was die alles machen, ist unglaublich. Und wie man das zusammenhält, ist eine Riesenherausforderung. Deswegen, glaube ich, ist es total wichtig, dass man hingeht und sagt, es ist nicht nur Prio Nummer eins, dass wir unsere Top-Ebene strategisch auf eine Richtung bringen und dort ein Dialogkonzept entwickeln, wo die miteinander reden, sondern wir brauchen diesen Mittelbau, wir brauchen dieses Mittelmanagement. Weil wenn wir das nicht haben und wenn wir da nicht investieren, wenn wir das nicht ganz bewusst gestalten, dann kann man sich auf der Top-Ebene noch so viele tolle Sachen ausdenken. Wenn die beim Werker oder auf der Teamebene nicht ankommen, dann ist das verschwendete Ressourcen. Von daher ist Continental eigentlich das Vorzeigeunternehmen, was Personalentwicklung angeht, auch was moderne Personalentwicklung angeht, in dem Sinne, dass eben auch experimentiert wird, wie zum Beispiel die Menschen angehalten werden, selbst zu lernen, aber auch wie sie sich im Team mit anderen vernetzen können und auch entsprechend dann gemeinsam das auf die Beine stellen. Ja, was mir besonders gut gefallen hat bei der Continental AG ist, dass der das gleich in den ersten Sätzen das Thema Werte und Kultur in den Vordergrund gestellt haben. Das ist ein Grundfundament, auf dem alles ruht. Und wenn man das Unternehmen wertebasiert führt, dann kommen die anderen Ziele automatisch und führen das Unternehmen auch in die richtige Richtung. Es ist eine Riesenchance, bei so einer Bewerbung auch ein Feedback von außen zu bekommen auf die eigene Arbeit. Wir arbeiten an diesen Programmen in einem weltweiten Verbund. Das heißt, es gibt zentrale Programmverantwortliche, die nach bestem Wissen und Gewissen und durchaus auch mit neuen Ansätzen und Konzepten versuchen, Führungskräfteprogramme aufzusetzen, zu überlegen, zu konzipieren, die einerseits State-of-the-Art Themen, aber andererseits eben auch eine gute Passung zur Conti liefern. Und das jetzt mal nach außen vorzustellen, entsprechend zu bewerben und ein Feedback zu bekommen, ist, glaube ich, für uns eine, vor allem mit diesem positiven Feedback, eine wirkliche Bestätigung oder gute Bestätigung der Qualität der Arbeit auf allen Seiten. Das sozusagen auch nochmal von neutraler Seite zu bekommen, quasi auch von speziell unbefangenen Jurymitgliedern, ist, glaube ich, ein sehr schönes Geschenk. Also Feedback ist ja oft ein Geschenk und in dem Fall ist es ein schönes Geschenk, das wir da bekommen haben. Weil es einfach heißt, dass wir dort keinen so ganz schlechten Job gemacht haben.